Servus und hallo. Heute will ich den Zylinder und den Zylinderkopf von der ganzen Öl-Sand-Schmodderpampe befreien, eventuell gleich auf dem Motor montieren und dann noch mit der Lichtmaschine und der Zündung mal aufhängen. Nach dem Sandstrahler und jetzt wird er noch Glasperlen gestrahlt. Fertig, Glasperlen gestrahlt. Das sieht aus echt im Prinzip wie frisch vom Guss. Das wirkt hier wahrscheinlich gar nicht so, aber das ist echt cool. Doch, also das hat sich schon mehr wie rentiert. Das ist echt wieder wie neu. Ja, dann montieren wir das gleich. Ja, Kolben sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Hier ist leicht sogar der Kreuzschliff noch zu erkennen. Also, wie gesagt, ich baue das gerade so wieder ein. So, neue Krümmerbolzen haben wir noch reingemacht. Ja, jetzt machen wir den Zylinder drauf. Hab dazu hier so Hülsen macht, die man nachher rausziehen kann. Kann man da den Zylinder drauf abstützen. So. Kann den Bolzen da drücken.
Zündspule habe ich soweit aufgearbeitet, dass ich es einbauen kann. Jetzt kommt noch die Lichtmaschine dran. Da sind die Kabel brutal störrisch. Brechen auch schon da der Schlauch. Leicht angerostet. Ja, jetzt messe ich es aber erst einmal durch, ob es überhaupt noch funktioniert. Ja, die Stecker müssen natürlich alle neu. Vielleicht muss ich auch die Kabel neu machen. Die Stecker machen wir auf jeden Fall auch neu. Jetzt messen wir mal durch. Schwarz ist der Zündimpulsgeber. Der muss haben, kann ich hier mal gucken, Gigaladeanker soll es haben, 20 Ohm circa. Ja, 18,3. Das haut hin. So, gelb ist Lichtwicklung. 0,4 Ohm. Grün ist Lade. Ja, genau 0,3 irgendwas Ohm. Das kommt auch hin. Das Rode. Rode Rücklichtanker wird gemessen gegen den Lichtanker und soll haben 1,8 Ohm. Jo, passt genau. Und blau soll haben 205 Ohm circa. 208 zeigt hier an. Jo, passt, Spule ist also in Ordnung. Ja, die ist so leicht angegammelt. Ich setze jetzt mal Glasperlenstrahler. Mal gucken, was bei rumkommt. So, mal ganz kurz mit dem Glasperlen drüber gestrahlt. Also sieht echt wieder ganz brauchbar aus. Putzt. Jetzt braucht es noch, achso, ja, noch ein Stück blau. Mal hier. Ja, großer neuer Kabelschuh drauf.
Die machen wir gleich lang. So blöd könnte mich wieder in der Arsch beißen. Das Ding kommt natürlich da drauf. So, aber jetzt ist es fertig. So, die ganzen Teile für die Zündung und Lichtanlage sind nur soweit vorbereitet, dass ich es einbauen kann. Magnetschwungrad, auch mit Glasperlen gestrahlt. Es strahlt wieder. Lichtmaschine mal montieren. So, die lassen wir noch ein bisschen locker. So, dass es gerade noch verschieben geht. So, jetzt suchen wir mal den oberen Totpunkt. Da ist er. Markierung stimmt soweit. Jetzt gehen wir 3/10 zurück. 1, 2, 3. Und hier müsste ich jetzt, das ist bei der Motorblatt, ist da so eine Bohrung drin. Und da kann man unten gucken, ob es stimmt. Ja, stimmt fast. Jetzt kann man noch ein bisschen drücken. So.
wieder fest. Und überprüfen das nochmal. Gewinde. Dass die Zinsspule gut Kontakt hat durch den Pulverlack quasi, nehme ich hier so Greifscheiben, die da durch den Lack durchdrücken und dann für guten Kontakt sorgt. Was man jetzt auch gleich mal checken kann, ist, ob ein Zündfunke kommt. So, jetzt ist die Zündkerze hier richtig drin. Mach das Licht mal aus. Dann gucken wir mal, ob da ein Funke kommt. Ja, einmal frei. Ja, gleich noch die Kette drauf gemacht. Dann kann der Deckel drauf. So, und nach Zündung und Zylinder gibt es jetzt noch ein Zwickel.